Willkommen zu Yuri Experience und heute will ich mit dir darüber reden, dass es keine leeren Erfahrungen gibt. Während meines Lebens habe ich schon einige Erfahrungen gesammelt. Es war nicht komplett nur meine Schuld, ich wollte es nicht unbedingt. Aber wenn man in 4 Länder gewohnt hat, an mehrere Schulen gegangen ist, mehrere Unis besucht hat, mehrere Hobbys getrieben hat, gemacht hat, man hat keine Wahl. Man lernt einiges und vor allem normalerweise relativ schnell, weil wenn du schon dabei sein willst und vernünftig dabei, nicht einfach irgendwie dabei, dann lernst du die Sachen und lernst du schnell. Dementsprechend ja, ich habe schon einige Erfahrungen gesammelt. Dann habe ich irgendwann gedacht, gab es etwas, wo ich sagen würde, es war eine komplett leere Erfahrung? Und meiner Meinung nach, sowas gab's nicht. Egal was ich erlebt habe, egal ob es eine gute, schlechte, nette, unangenehme Erfahrung war, es war alles eine Erfahrung, keine leere Erfahrung. Das war eine Erfahrung, aus welcher ich etwas lernen konnte. Ich konnte mich weiterentwickeln, ich konnte mein Wissen ausbreiten. Die leere Erfahrung existiert meiner Meinung nach nicht. Lass uns als Beispiel über Filme gucken reden. Also dementsprechend, du kannst durch Filme gucken gute und schlechte Erfahrungen sammeln. Dementsprechend gute Erfahrung, du hast einen Film geguckt, es hat dir gefallen. Es war ein guter Film, die Handlung war nett, irgendwie Regie war vernünftig gemacht, die Schauspieler waren auch gut. Es war eine richtig angenehme, schöne Erfahrung. Natürlich lernst du etwas daraus. Du lernst, dass dir gefallen solche Filme zum Beispiel. Oder dass diese Regie irgendwie gut ist, du sollst dir den Namen merken. Oder der Schauspieler ist richtig cool in diesem Film. Du lernst etwas, du sammelst neue Erfahrungen und mit dieser Erfahrung kannst du später in deinem Leben Entscheidungen ein bisschen anders treffen. Und da haben wir schlechte Filme und da haben wir zwei Situationen. Situation Nummer 1, du hast deine Zeit verschwendet. Aber dadurch hast du doch was gelernt. Du hast gelernt, dass diese Filme dir nicht gefallen, dass diese Schauspieler sind wie komisch oder dass Regie, nicht jede Regie ist eine gute Regie. Du hast trotzdem was gelernt und später wirst du versuchen, diese Filme zu vermeiden. Fall Nummer 2, der Film war echt schlecht. Und ja, das kann auch natürlich passieren und da hast du im Prinzip ziemlich das Ähnliche gelernt. Du sollst solche Filme vermeiden. Nächstes Mal, wenn du einen Film aussuchst, sollst du dir gucken, ob der Film nicht ähnlich aussieht. Weil ansonsten, ja, willst du dich einfach so 1,5 Stunden weiter nerven lassen. Dementsprechend, meiner Meinung nach, gibt es keine Erfahrung, die dir nichts bringen wird. Jede Erfahrung, jede Aktivität, welche du machst, egal ob es zu einem guten oder schlechten Ergebnis bringt, egal ob du viel oder wenig Zeit dabei verbringst, ob du effektiv oder ineffektiv die Aufgabe machst, du wirst etwas daraus lernen, das du in der Zukunft auch irgendwie benutzen kannst. Der Grund, wieso ich das alles erzähle, liegt daran, dass ich will euch dazu motivieren, mehr Sachen zu tun. Sehr viele Menschen wollen oder haben Bock, etwas zu tun und dann sie bremsen sich ab. Sie sagen, nee, irgendwie doch nicht. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, dass ich lerne daraus nichts. Das ist eine komplett falsche Einstellung. Wenn ihr in eine Sache schon reingeht mit dem Gedanken, okay, das wird schon nichts, das wird falsch, das wird auch dann falsch. Was für eine Überraschung. Aber wenn ihr mit Gedanken reingeht, dass ich werde, egal was passiert, irgendwelche Erfahrungen dadurch gewinnen können, dann werdet ihr auch irgendwelche Erfahrungen gewinnen. Das ist ziemlich ähnlich wie mit diesem Kanal. Ich habe keine Ahnung, ob aus diesem Kanal etwas wird. Aber egal, ob das stattfindet, werde ich trotzdem einiges lernen. Ich habe schon einiges gelernt. Ich habe schon einige Erfahrungen gesammelt, was verschiedenste Sachen angeht. Und dementsprechend, auch wenn aus diesem Kanal nichts wird, ja, dann ist es halt so. Ist zwar schade, aber ich habe trotzdem einiges gelernt. Deswegen bitte, 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 wenn ihr auf etwas Bock habt, dann tut es auch, dann probiert es aus. Ja, es kann passieren, dass daraus nichts wird. Aber dann wirst du wissen, dass daraus nichts wird. Dass daraus es wird auch nicht passieren. Es gibt echt wenige Sachen auf individuellem, interpersonalem Niveau, die du machen könntest, die dir keine Erfahrung bringen und noch für andere schlecht sein werden. So, es gibt da ein paar Themen, die ich vielleicht jedenfalls ansprechen werde, die soll man vielleicht nicht ausprobieren. Und man soll allgemein nicht alles ausprobieren. Du sollst das ausprobieren, worauf du Bock hast. Du sollst das ausprobieren, wo du denkst,
es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es Spaß machen wird. Dann, was bremst dich noch ab? Jede Erfahrung ist eine Erfahrung. Jede Erfahrung, jedes Stückchen der Erfahrung ist eine gewonnene Erfahrung, welche du für später benutzen kannst. Und so wie es in diesem Apartment keine leeren Erfahrungen gibt, gibt es in diesem Apartment auch keine leeren Truhen. Dementsprechend diese Truhe, welche ihr schon gesehen habt höchstwahrscheinlich, die hat auch was drin. Die hat alle meine Medaillen drin. Also alles, was ich irgendwann gewonnen habe oder erworben habe. Und darunter gibt es auch bestimmte Zettel, wo Menschen geschrieben haben, ja, bestimmte schöne Wörter an mich. Weil, ja, das ist das, was ich wertschätze. Das ist auch meine Erfahrung. Und die Erfahrung habe ich nur dadurch bekommen, dass ich etwas ausprobiert habe. Deswegen genau empfehle ich das auch weiter. Viel Spaß. Wo der Like-Button ist, höchstwahrscheinlich weißt du. Wo die Kommentare sind, ich glaube auch. Wenn du irgendwelche Frage oder irgendwelche Meinung hast, bitte schreib die in den Kommentaren. Ansonsten kannst du den Kanal auch abonnieren und wir sehen uns am Montag.